Guten Morgen, Leute! Ich bin wieder unterwegs nach Voswinkel und warte. Ich glaube, das war nicht die gute Einleitung heute Morgen. So, guten Morgen, Leute! Ich bin auf dem Weg nach Voswinkel unterwegs und ich habe gemerkt, dass ich voll unfit bin. Und wir haben in 2 Wochen das erste Rennen. Und wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich da eigentlich nur irgendwo im Regen rumgepimmelt bin, ohne irgendwie so ein bisschen auf Race-Tempo versuchen zu fahren. Also heute werde ich auf jeden Fall mal versuchen, ein bisschen mehr zu ballern, weil ich muss in 2 Wochen fit sein, eigentlich. Ja, okay, ich war ein bisschen krank auch die letzten 2 Wochen. Dann hast du auch keine Power, ne? Wenn du dann so ein bisschen schwächelst. Aber ich muss mich einfach motivieren heute, dass ich mal ein bisschen wieder am Kabel ziehe. Für meine Verhältnisse natürlich. Und guckt euch das Video nachher an, die GoPro-Aufnahmen, und gebt mir Tipps, schreibt alles drunter, sagt, was ich falsch mache, sagt, stell dich mehr hin, das sowieso, weil ich sowieso viel zu viel sitze, aber sagt einfach, was ihr meint, wo ich schneller werden kann, ob ich eine engere Linie fahren muss oder alles drum und dran. Also guckt euch gleich die GoPro-Aufnahmen an und dann quatscht mich voll. Alles klar, bis später. Ja, die scheiße Linie hier. Weit innen wie möglich. Ja,
Jetzt volles Rohr. Ah, da ist er. Linie. Hier schön drüber gleiten. Oh, hier für den Doppel brauchen wir Vollspeed. Hulda! Abklatschen! Scheiße, Feierabend! Amateurfehler! Oh, Scheiße! Das ist der Mann, der uns die Strecke pflegt hier! Das ist Wemser! Der mir heute so die ganze Zeit auf die Eier gegangen ist, dass ich den Doppel dahin springe. Was bin ich? Eine Muschi! Ihr habt's gehört, ihr habt's gehört! Oh, Feierabend hier! Jo, Scheiße! Ich werd. Das ist sportlich, schön Fassbrause. Oh. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja? Mega geil! Richtig Bock gemacht. Ah, jetzt laden wir auf. Und dann geht's was snacken. Aber nächstes Mal erkläre ich euch das hier, guck mal. Den Knopf lange halte, dann blinkt das Licht hier. Das ist die Launch Control für den Start. Das habe ich nämlich ganz vergessen heute zu testen. Aber das machen wir für nächste Woche. Und nächste Woche sind wir, glaube ich, in Hessen wieder. Ich weiß es noch nicht, kommt auf Wetter drauf an. Aber das testen wir. Gut, alles klar. Bis später. Leute, Trainingstag ist vorbei. Eins kann ich euch schon mal fest sagen, konditionell bin ich auf jeden Fall eine richtige Wurst im Verhältnis zu den letzten zwei Jahren, weil ich habe noch keinen Sport gemacht. Ich bin nicht laufen gegangen, bin nicht Radfahren, nicht schwimmen, gar nichts habe ich im Moment gemacht und das wirkt sich natürlich darauf aus. Ne? Vom Kopf her bin ich immer noch und denke so, ja, du rufst jetzt die Leistung ab, aber es geht gar nicht, weil ich halt unfit bin, ne? Weil, und du brauchst die Fitness aber, weil wenn sie dir beim Rennen die letzten zwei Runden anzeigen nach 15 Minuten und du kriegst noch zwei Runden und du hast eine Strecke, die 2,5 Minuten, ich glaube, da kommt ein Auto, ja, und du hast eine Strecke, wo eine Runde ungefähr 2,5 Minuten ist, so wie in Lichtenforde jetzt übernächste Woche, und dann hast du auch noch halbe Sandstrecke, die richtig Kondition frisst davon, dann bist du am Arsch, also da bin ich komplett am Arsch, ne? Und die Kondition, die ich im Winter hätte aufbauen sollen,
kann ich jetzt in 2 Wochen nicht aufholen. Deshalb, ich werde jetzt das testen in der LK2, ob ich da überhaupt mithalten kann. Ich tippe mal, mein Ziel ist es auf jeden Fall im B-Finale versuchen, so weit wie möglich nach vorne zu fahren. Wenn es natürlich geil wäre, natürlich, wenn man ins A-Finale mal reinrutscht. Das ist aber auf jeden Fall mein Ziel jetzt erstmal. Und ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich in den nächsten 2 Wochen ein bisschen mehr Fitness aufbaue. Weil ich habe jetzt nach den Turns heute schon Krämpfe in den Oberschenkel gekriegt. Und das kannst du beim Rennen voll vergessen. Sobald die Beine verkrampfen, bist du am Arsch. Ne? Deshalb. Ja, GoPro-Aufnahmen. Schreibt runter eure Tipps. Und ab und zu springt mal der Ton hin und her. Das liegt aber daran, weil das Kabel ein bisschen gewackelt hat. Das war nicht so sauber oben und ja, auf jeden Fall springt der Ton hin und her. Ja, alles klar. Ja, dann habe ich eigentlich alles gesagt heute. Also ich freue mich auf eure Tipps und wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht nächste Woche wieder Vosswinkel hier, weil wir fahren beim MX Cup mehr Hartbodenrennen als Sand dieses Jahr. Und dann wäre es eigentlich logisch, jetzt nochmal Hartboden zu trainieren nächste Woche in Vosswinkel. Aber in Laubus, nicht Laubus Eschbach, aber auch in Hessen ist auch eine Strecke auf. Die macht auch das Wochenende auf. Vielleicht fahre ich auch dahin, weil die ist nicht so weit weg. Ja gut, alles klar. Das war's. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis später.